Jawohl, und willkommen hier zum nächsten Spieltag der Matchdex Sommer-WM. Willkommen zum finalen Spieltag der Gruppe C. Hertha kann es heute schaffen. Hoffenheim kann es schaffen, Freiburg kann es schaffen, Mainz kann es schaffen, Leute. Die Freiburger stehen mit einem Punkt da, die Berliner mit 4, Mainz mit 3, Hoffenheim mit 3. Also jede Mannschaft könnte rein theoretisch noch weiterkommen. Ich drücke natürlich der Hertha die Däumchen, dass die Hertha hier weiterkommt in der Matchdex Sommer-WM. Puh, Leute, finaler Spieltag der Gruppe C. Ich würde mich natürlich auch wieder sehr über eure Däumchen freuen. Vielleicht packen wir heute auch wieder die 200 Däumchen. Kuss geht raus an jeden Ehrensupporter da draußen. Wir gehen rein in Halbzeit Nummer 1. Erstes Pack. Let's go. Hoffenheim, Freiburg und Mainz gegen Hertha. Mainz gegen Hertha. Wir starten mit Gibril Sau von Frankfurt. Dann haben wir Augustinsson von Augsburg. John Córdoba von Köln. Dann Amir Abrashi und das 0:1 für Freiburg. Und das bietet nochmal... Leute, ich glaube, Freiburg müsste dann weiter sein, wenn Freiburg hier gewinnen sollte. Aber, wie gesagt, die finalen Infos, die Tabellenstände und wer hat wie viele Tore gemacht, wie viele Punkte hat die Mannschaft jeweils gemacht, bekommen, werdet ihr sehen in der K.O.-Rundenauslosung. Und denkt dran, morgen die Hammergruppe Dortmund, Leipzig, Leverkusen, Bayern. Und da ist noch alles drin. Die Leverkusener sind zwar schon draußen, aber es geht darum, wer wird Erster, wer wird Zweiter und wer ist nicht in der K.O.-Runde. Dortmund, Leipzig oder Bayern. Abfahrt. Pack Nummer 2. Pack Nummer 2. Wolze. Böki. Ist das schon wieder Hertha-Logo? Ne, das ist das Schalke-Logo. Willi Orban, Jadon Sancho und Schalke 04. Also kein Tor nach Pack Nummer 2, kein Tor, doch Wladimir Darida mit der Nummer 6. Wladimir. Jawohl, Leute, 0:1 Darida. Ich fühle das einfach so. Ne? Ich fühle das einfach so und muss Riedle Baku direkt im Anschluss kommen. 1:1 Riedle Baku. Mainz gleich aus. Ging's weg, Roman? Retzos und alles sein Player von Gladbach. Und das ist der Halbzeitstand. 0:1 führt Freiburg und 1:1 unentschieden Mainz gegen Hertha. Halbzeit Nummer 2 startet mit Marlon Ritter von Paderborn, Felix Groß Union, Johnston von Gladbach, William von Wolfsburg und nochmal William von Wolfsburg, diesmal als Matchwinner-Karte. Ja, aber Wolfsburg spielt heute nicht, Gladbach spielt nicht, Union spielt nicht, Paderborn spielt nicht, Paderborn auch gar nicht dabei. Ja, Hoffenheim spielt aber. Benjamin Hübner. Und jetzt kriege ich so leicht Muskelsausen. Jetzt ist das 1:1. Shit, Alter. Okay. Ich weiß es noch nicht, müsste denn ausrechnen, weil Leute, jetzt ist es wirklich so knapp überall. Morales, Düsseldorf, Schöpf, Schalke, Kedira und Castils, Wolfsburg. Vorletztes Pack. Starten wir mit Edmundson von Bielefeld, Anton Hannover, Klostermann, Delaney und das VfL Wolfsburg Logo. Letztes Pack. Punkteteilung in Hoffenheim, Punkteteilung in Mainz. Derzeit Gacinovic, Frankfurt, Slassi, Chichos, Petersen, Nils Petersen mit dem 1:2 in Freiburger Genenführung und dann aber noch Ken Reichel von Union Berlin. Und das bedeutet, die Herthaner spielen unentschieden, Punkteteilung. Hoffenheim verliert, Freiburg gewinnt, bedeutet Mainz hat 4, Hertha hat 5, Freiburg hat 4. Also ich müsste es jetzt wirklich ausrechnen. Wer hier weiterkommt, entweder Freiburg oder Mainz, einer von beiden. Hertha ist auf jeden Fall safe weiter, Leute. Das kann ich euch sagen. Also, das Wichtigste ist hier richtig passiert, Leute. Hoch Glück gehabt, die Hertha. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen um 19 Uhr wieder zur Hammergruppe mit Dortmund, Leipzig, Leverkusen und den Bayern. Ich bin raus. Haut rein und tschüssi.